So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sommer in Mara. Ich habe schon mal offline ein bisschen gebastelt und die Insel ein bisschen verschönert. Von daher im Ladescreen hole ich noch mal kurz ein paar Bonbons. So, Hustenbonbons sind die leckersten, sind die besten. Ich habe hier so Kirschhustenbonbons. Ohne Zucker, aber trotzdem schmecken die sehr, sehr gut. Ich habe mal gedacht, ich mache heute mal ein bisschen längere Parts aktuell. Und würde das gerne mal als Premiere mal wieder raushauen, dass man mal, ja, YouTube auch ein bisschen, wie heißt's, Dingsbums, Zuneigung gibt. Wie man sieht, ich habe hier die Obstbäume alle ein bisschen abgepflanzt. Das habe ich privat schon alles gemacht. Wollte den ganzen Kram jetzt noch nicht. Ja, was, wo bist du dann? Hm? Ja, kleines Küken. Wer sind liebes Küken? Das bist du, ja. So, auf jeden Fall habe ich hier die Fruchtplantage ein bisschen rumgesetzt und ja, einfach mal von allem drei eingesetzt, außer hier. Orangenbäume habe ich erstmal fünf eingesetzt. Will mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und dementsprechend würde ich hier den Wald, dieses Waldgebiet würde ich gerne weiterhin behalten. Auf der anderen Seite habe ich noch keine Rückmeldung, beziehungsweise ich habe den Entwickler noch nicht angeschrieben und gefragt, ob das ein Bug ist. Weil ich das immer noch ein bisschen schade finde, dass ich diese Sachen hier, die ich jetzt eingesammelt habe, Granatapfel und Pfirsichbaum und ich weiß gar nicht, was das war, dass ich das nur hier oben aufsammeln kann. Finde ich nicht in Ordnung. Oh nein. Was? Schade. Ich habe nicht genug Orangen für die Opfergabe. Das ist nicht so super. Ja, ich muss jetzt hier mich mit der Steuerung ein bisschen umändern. Umgewöhnen, Entschuldigung. Einfach aus dem Grund, weil die Steuerung... Weil ich jetzt die ganze Zeit Stardew Valley gespielt habe. Und da ist die Steuerung etwas anders als hier. Ja, ich guck mal, wie es läuft. Ich habe auch jetzt mal die Facecam wieder angemacht. Hier kann man natürlich auch wieder fleißig kommentieren. Aber als Premiere kann man das eigentlich auch ganz gut machen. Von daher bin ich mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich werde erstmal hier meine Felderchen abernten. Und dann werde ich mir mal einen kleinen Überblick über meine Aufgaben verschaffen. Ich glaube, ich kann auch mittlerweile den Schweinestall aufbauen. Ja, du bist ein liebes Hühnchen. Super. Hier müssten da noch mehr Hühner rumlaufen. Hier haben wir doch eins. Du kriegst natürlich auch was zu essen. Und ein paar Streicheleinheiten natürlich. Meine Tiere brauchen auch Zuneigung. Dann wissen sie auch, dass sie richtig sind. Das ist wunderbar. So. Habe ich mittlerweile genug Materialien? Erstmal gucken, was muss ich denn so machen? Bringe Yaya Hakus Blume zu Dunas Tür. Okay. Mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Sammle einige Brocken des merkwürdigen Metalls zu Aquilas für Aquilas Vermächtnis. Das bedeutet, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Merkwürdiges Metall im Rohzustand. Da ist natürlich die Frage, wie wir das machen. Und ja, ob wir das überhaupt machen. Beziehungsweise wo wir das finden, ob wir da vielleicht noch einen besseren Hammer brauchen. Das sehen wir dann. Mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Aufträge von Koa. Mache weiter mit den Aufträgen von Mayo. Fange ein paar Fische. Wir brauchen zweimal Zander. Wir brauchen Orangen. Dann können wir mit Lizio sprechen. Bereite Kelebs Lieblingsfisch zu. Genau dafür brauche ich ja Ananas, wenn mich nichts täuscht. Haben wir Ananas? Nein, Ananas haben wir nicht. Genau. Da fehlen viermal Ananas. Die Frage ist, wo finden wir da was?
Das bedeutet, ich muss mich mal ein bisschen umgucken. Ja, einen Apfel kann ich selbst essen. Jo. Die Palmen und die Bäume wachsen. Das ist schon mal super. Das bedeutet, ich könnte theoretisch jetzt weiterreisen. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich den Schweinestall schon aufbauen kann. Und dann finden wir nämlich Schweinchen auf hoher See und können diese retten. Ja, super. Sieht gut aus. Wunderbar. Bravo, freut mich. Dann können hier natürlich auch rumlaufen, wie sie wollen. Das ist von meiner Seite aus, gibt es da keine Probleme. Ich will gleich auch mal hier drüben gucken. Was wir hier bauen können. Noch gar nichts. Okay, gut. Wir können jetzt Schweinchen auf hoher See finden. Das ist schon mal super. Dementsprechend, ach komm, machen wir uns mal einfach auf. Wir können ja auch zur Not auf dem Boot schlafen. Das ist ganz gut. Genau. Hier können wir... die Schnellreisefunktion benutzen. Das ist soweit auch ganz gut. Bevor ich aber jetzt hier großartig... Ich würde gerne mal gucken, wo der Pirat ist. Aber wenn ich mir das so angucke, sieht das hier nach nichts aus. Okay. Aber bei den Tieren, das ist, bei den Kästen ist es immer schwierig zu entscheiden. Sind das jetzt Kästen oder nicht? Silberinselchen auch nicht. Ich glaube in der Ponyhöhle, da müsste der irgendwie rumeiern. Da haben wir ihn doch. Ich wusste's, dass der hier immer rumfährt. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier ein paar Tiere finden. Dann kann ich nämlich mit dem sprechen und dem seine Vorräte geben. Und dementsprechend kann ich dann auch anfangen und... Großartige Piraten sind dafür bekannt, noch großartigeren Piraten zu helfen. Ja. Und nun? Hat die Quest jetzt geholfen oder nicht? Achso, ich habe keine Orangen, ich Idiot. Ach, ärgerlich. Gut, warte mal. Dann würde ich sagen... gehe ich mal zum Schwarzen Vulkan. Und kann dort dann anfangen und... mit der Dame hier sprechen. Super. Kann ich hier eigentlich was finden? Hallo Schäfchen. Hier sieht's aus. Das wollen wir gar nicht wissen. Na gut, aber... Hallo, Entschuldigung. Wo hast du die her? Wie bitte? Die Blume. Wo hast du die her? Ich züchte sie auf meiner Insel. So eine Blume solltest du gar nicht haben. Ich weiß, aber Saimi... Saimi? Woher kennst du Saimi? Sie hat mich gebeten, hierher zu kommen. Ich muss mit dir reden. Kind, ich weiß nicht einmal, wer du bist. Verschwinde und komm nicht zurück. Aber die Blume? Pah, egal. Sag Saimi, dass ich nichts von ihr haben will. Und dass sie mich nicht mit alten Erinnerungen erpressen kann. Dafür sind wir alle zu alt. Lass mich ausreden. Ich bin nicht auf diese verlassene Insel gezogen, um Besucher zu unterhalten. Verschwinde endlich und komm nicht zurück. Okay, okay. Ich schätze, das war's. Wirklich? Solltest du nicht irgendwo anders sein? Gut, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Ich würde sagen, ich gehe hier mal ein bisschen in
trotzdem noch mal ein bisschen lang. Weil ich ganz gerne... Werkstatt, nicht schlecht. Weil ich trotzdem noch mal ganz gerne gucken möchte, ob ich vielleicht doch noch ein paar Brocken für den Aquila finden kann. Und er hat ja gesagt, dass die hier irgendwie am Vulkan rumeiern. Die Frage ist halt nur... Das ist auch falsch. Ich muss auf jeden Fall Zander besorgen. Für die kleine Mayu. Okay, ich brauche auf jeden Fall einen besseren Hammer. Da ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ansonsten kann ich hier so gut wie nichts abbauen. Was ich übrigens sehr schade finde. Na gut, na gut. Dann kann ich da auch nichts machen. Dann muss ich mit dem Boot zurückfahren und gucken, dass ich auf irgendeiner von den Inseln Zander angeln kann. Und dann kann ich zumindest hier eine Quest machen. So. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Geld ich insgesamt habe. Dass ich die Insel mal alle Stück für Stück abklappern kann. Ich glaube aber, hier war nichts. Alles klar. Die Briefe kenne ich alle schon. Also nicht alle, aber einige. Koa, das hast du super gemacht. So, ich wollte dich das jetzt nicht zweimal sagen lassen. Das war aus Versehen. Entschuldige, Koalein. Rennen wir mal hier durch und gucken, ob wir... Koa, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Beeil dich, ja. Ach, die Mapo... Die Napopo. Ja. So, was haben wir hier? Nein, nicht der richtige Fisch. Na gut. Dann sind wir hier falsch. Ich klapper jetzt einfach mal die Inseln alle in Ruhe ab und gucken, ob ich irgendwo was finde, wo ich Zander angeln kann. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Und dann sehen wir das ja. Ah, da hinten ist was. Da kann ich mit dem Boot sicher später drüber fahren. Hase! Orange, stimmt. Vielleicht kriegen wir hier noch genug Orangen zusammen. Habe ich ja gerade Mais geerntet. Die Frage ist, warum? Mein Apfel! Kann ich die Häschen? Nee, schade. Ich dachte, ich könnte die Häschen mit irgendwas füttern. Na gut, das wäre schön gewesen. Ich muss jetzt unbedingt mal mit diesen komischen Zander fangen. When someone read this message. Ja, wenn jemand die Message liest. There were hard times. Dann haben wir aber nur what to do. If I can do so, can you? Next step. Alles klar, das kennen wir. Wenn das jemand liest, ich habe das und das gemacht. Und wenn ich das kann, schaffst du das auch. Das ist nicht Zander. Wo kriege ich den denn jetzt her? Gut, sieht auf jeden Fall so aus, als könnten wir hier nicht mehr weiter. Will ich erstmal wieder ins Boot einsteigen. Hier nochmal eine Runde fahren. Ich glaube aber nicht, dass ich hier... Vielleicht sollte ich auf dem hohen Meer die Fischereibojen abklappern. Nee, schaffe ich nicht. Gut. Wie gesagt, ich mache jetzt diese Folgen mal ein bisschen länger, dafür als Premiere, dass wir mal wieder etwas Bewegung auf meinem Channel drin haben und dass ich hier überhaupt auch mal vorankomme. Könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin kommentieren und vielleicht auch mit mir zusammen sehen und chatten
Ich werde versuchen, dabei zu sein. Ansonsten ist mein Spielerepertoire etwas schon. Das ist nicht Zander. Oder? Doch. Super. Hat ja Glück gehabt. Aha. Habe ich mir jetzt gerade ein bisschen vertan. Naja, Irren ist menschlich, von daher kann man das schon mal durchaus verstehen. Jetzt gehe ich erstmal nach Quellis. Dann kann ich eigentlich auch im Boot schlafen. Das sollte dann vorerst mal kein Problem darstellen. Ja, schlafen wir mal. Mach mal, Hayakoa. So. Man, immer die Leute, die den Müll auf dem Strand liegen lassen. Oh, das gab sogar eine Glasflasche. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich die Glasflaschen mal mit Wasser befülle. Da kann man nämlich dann auch was kochen. So, kann ich da nur eine nehmen? Na gut. Wunderbar. Dann ist die Mario auch glücklich. Können wir noch ein bisschen Dünger nehmen. Das ist doch wunderschön. Freue ich mich. So, kann ich das irgendwie zerdeppern? Nein. Na gut, ich hatte mich ja schon öfteres mit einem fragwürdigen Blick hier an den Sachen hier bedient. Aber scheint keinen was auszumachen. Von daher nerv ich mal nicht rum. Ich muss aber unbedingt irgendwo Ananas finden. Die Dame hat nur Mineralien. Mhm. Und du hast Fisch. Hast du irgendwas Besonderes? Sardine, Kirsche, Honig, Kürbiskerne, Sonnenblume, Schlafsack. Auch nichts. Na, Hundi? Wer ist ein braver Hundi? Ja, das bist du. Dank dem lieben Justin weiß ich ja inzwischen, dass Hunde durchaus Äpfel mögen. Ich weiß noch nicht warum. Aber wer mag keine Äpfel? Ich glaube, ich werde mir morgen erstmal ein paar holen. Heute ist Sonntag. Ah, hier liegt immer Müll rum. Bitteschön. So, Schaf möchte ich, dem Schäfchen möchte ich jetzt nicht das Essen klauen. So, was haben wir denn hier? Ich habe die Fische dabei, gerade rechtzeitig. Mario, hast du die Fische, nach denen ich gefragt habe? Ja, hier sind sie. Sie sind frisch vom Markt. Vielen Dank, Mario. Du hast mir eine große Hilfe. Jederzeit, Chef. Hey, tut mir leid, Kleine. Das Leben ist nicht fair. Wie du willst, dann solltest du wissen, dass die Augenklappe nicht wirklich von einem Piraten stammt. Sie gehörte einem Verwandten von Onzo, der ein gelähmtes Auge hatte. Was? Du hast mich angelogen? Und du hast mich auch angelogen. Na gut, dann sind wir jetzt quitt. Ah, da war ja was. Aber ich kann jetzt Schokolade herstellen. Oh, super. Mach weiter mit Chor. Hier kann ich noch nichts machen. Mach weiter mit Chor, mach weiter mit Chor. Mach weiter mit Mario. Hier muss ich noch was machen. Mach weiter mit Chor. Jetzt muss ich mit dem sprechen. Und mit Mario spreche ich jetzt noch. Lass uns Frieden schließen. Pass auf, als Entschuldigung gebe ich dir diesen Croissant-Rucksack. Was stimmt damit nicht? Gar nichts. Es ist einfach nur ein schöner Rucksack. Wo hast du ihn her? Er gehört mir. Er ist schon lange im Besitz meiner Familie. Ich glaube dir kein Wort. Ich schwöre es. Meinst du es diesmal ernst? Ja, wirklich. Na gut. Warum muss ich Bram meinem Rucksack zeigen? Aber ist okay. Obwohl ich muss sagen, der Turmbeutel ist echt. Der gefällt mir viel besser. Aber na gut. Ja, wir haben fast alle Rucksäcke freigeschaltet. Ja, ja, das war der Standardrucksack. Der Octoblockdo, der Croissant-Rucksack. Der Turnbeutel. Der Hubbeligubbel, Glubschfisch.
Rettungsring, Turtle Power, wunderbar. Aber um die Quest weiterzumachen, müssen wir den Rucksack dem lieben Bram zeigen. Warum trinke ich eigentlich keinen Brombeersaft? Der gibt doch viel mehr Energie. Wunderbar. Bram, ich habe was für dich. Koa, der Crossau-Rucksack. Mayo hat ihn mir gegeben. Er gehört eigentlich mir. Wirklich? Oh nein, tut mir leid. Hier, bitte nimm ihn. Nein, das brauchst du nicht. Behalte ihn. Ich habe nur leider keinen anderen. Ich werde einen neuen Rucksack für dich anfertigen. Nur wenn es dir nichts ausmacht. Natürlich nicht. Okay. Gut. Hier könnten wir natürlich gucken, ob wir hier eine Werkstatt finden. Aber die Aki... Heißt die Akoji oder Akiji? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Namen vergessen, ist schon etwas länger her. Aber ich wette, die hat da bestimmt eine Werkbank, die ich benutzen kann. Von daher mache ich das mal. So. Ich weiß nicht, der Crossau-Rucksack sieht ganz gut aus, aber... ich weiß nicht, die Mayo ist... Nee, ich weiß nicht. Ich mag das nicht, wenn die immer so gemein ist. Und hin und her lügt. Das ist nicht richtig. Lügen haben kurze Beine. Das sieht so lustig aus. Weil hier ziemlich viel Grün ist, spiegelt das hier beim Mikrofon und so ein Kram wieder. Das bedeutet, ich habe ein bisschen grünes Licht. Und dementsprechend werde ich ein bisschen durchsichtig. Das ist schon ganz lustig. Aber nur bei grünen Wiesen. Naja. Hast du hier eine Werkstatt, die ich benutzen kann? Machen wir mal den Fernseher aus. Oh, hast du das geguckt? Entschuldigung. So, kann ich denn überhaupt schon einen Rucksack? Also ich weiß, dass ich... Ja, ich kann den fertig machen. Ich habe alle Zutaten dabei. Wunderbar. So, Steine sollte ich eigentlich mal verkaufen. Ich denke mal... Boah, ernsthaft. Ach komm schon, das muss doch schneller gehen. Oder? So, jetzt habe ich circa die Hälfte verkauft. Vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Und dann sollte das eigentlich wunderbar funktionieren. Dann habe ich wieder ein bisschen Geld. Super. Die Koa ist nicht reich, aber sie ist auch nicht arm. Und das ist ganz gut. Die kann sich da schon mal was zur Not zu essen holen. Und mal eine Nacht im Hotel schlafen. Das wird schon funktionieren. So, dann gehen wir zurück zu Bram. Geben ihm unser gemachten Rucksack. Dann können wir den Crossau-Rucksack behalten. Das ist eigentlich ganz, ganz lieb von dem. Also ich weiß nicht, Bram ist ein ganz lieber Kerl. Ich habe den in Dayland schon... Ich fand ihn in Dayland schon in Ordnung. Aber wenn du mal bedenkst, wenn du als junger... Als junger Mann. Na, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber als... Ich nehme an, dass der ist selbst noch ein kleines noch ein Kind. Aber ist ein bisschen älter als Koa. Aber wenn du so eine tolle Freundin wie Koa hast, dann kannst du auch nur ganz... Dann kannst du auch nur in Ordnung werden. Also von daher... Bram hat das Herz am rechten Fleck und ich glaube, Koa hat ihren Teil dazu beigetragen. Danke, Koa! Toll, dann kann ich wieder Essen ausliefern. Nicht zu danken, Bram. Tut mir leid, dass Mayo so gemein ist. Wenn sie dir nochmal Probleme machen sollte, sag mir Bescheid. Super. Die Koa, die ist echt... Die ist echt ein goldiger Sonnenschein. So, mach weiter mit den Aufträgen von Koa. Sammel einige Brocken. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Mayo. Kaleb, da müssen wir nochmal hin. Edigan sind wir fast fertig. Okay, dann spreche ich nochmal mit Mayo.
Mensch, Mario, was bist du denn für eine Katze? Koa, möchtest du eine Piratin werden? Nein, eher nicht. Du traust dich nicht, stimmt's? Nein, ich habe einfach keine Lust. Ich wette, du traust dich nicht, zur mysteriösen Insel zu fahren und den Baum auf der Spitze der Insel zu berühren. Warum auch? Du könntest dir meinen Respekt verdienen. Das ist alles. Ich kann dir zusätzlich noch 2 Fajitas und ein Katzenküsschen geben. Abgemacht, aber kein Küsschen. Oh, naja. Ein Katzenküsschen sagt man eigentlich auch nicht nein. Einmal mal ganz kurz übers Gesicht geschlabbert. Ist nicht so schlimm. Ne, Hundi? Ja, du bist ein braver Hund. Bist du ein braver Junge? Ja, das bist du. So, aber Frauchen Koa muss los. Ich finde es nur schade, dass ich die nicht adoptieren kann, dass die auf meiner Insel sind. Na gut. Mysteriösen Insel. Fahre zur mysteriösen Insel. Die Frage ist, wo ist die mysteriöse Insel? Verdorrte Insel, Quergang-Insel, Nakito. Also wenn, dann müssten es oben die beiden sein. Dann fahre ich mal zum Quito-Felsen. Warte mal, da muss ich nach Osten. Super. So, dann fahren wir mal los. Hallo. Oceanian Mythology. Also has many beautiful stories and legends. Ozean Mythology hat ziemlich schöne Geschichten und Legenden auf Lager. So Sachen wie the Sun Goddess Gowi and her son. Die Sonnengöttin Gnowi und ihr Sohn. That the fish, turtle and reptiles once lived on dry land and trees are not attained. Die halt gemacht haben, dass Fische, Schildkröten und Reptilien einmal an Land gelebt haben. In den Bäumen von Atuatain. Who had the shape of a tree? The lost sunken continent Mu. Auf dem verlorenen Kontinent Mu. The soft calling breadfruit tree with the spirits of children which leads to poo. Die Einheimischen haben den schönen Baum, benannten den schönen Baum nach den Göttern der Kinder, nach dem Geist der Kinder. Legendary creatures like Kumi, Lizard. Okay, ganz viele legendäre Kreaturen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da wahrscheinlich irgendwie, ich habe das jetzt nur wortwörtlich übersetzt. Sofern ich das verstanden habe, weil mein Englisch grottenschlecht ist, bitte ich dies etwas zu entschuldigen. Hier kann ich angeln, aber ich möchte nach Osten, um die nächsten 2 Inseln zu erkunden. So. Offene See. Was haben wir hier? Ist hier was zum Tauchen? Ah, habe ich noch eine... Ja, super. Blub, 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 blub. So, abtauchen und ein bisschen Luft holen. 2 Bretter ist jetzt nicht viel, aber es ist auch noch in Ordnung. Na, Popo! Uhu! Ach, wie sie da im Wasser rumeiert. Aber oh, wir haben eine Perle gefunden. Oh, wie schön ist das denn? Ich glaube, mehr als 2 Truhen findet man in diesen Tauchgängen nicht. Wie sie da rumschwimmt. Ah, so richtig glücklich. Ach ja, die beiden. Die beiden Mädels sind schon ein Pärchen. So. So Dream Team Style. So, jetzt möchte ich mal gucken, was wir hier so haben. Ich nehme natürlich hier diese Klötzchen mit. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Septemberon-Insel. Den möchte ich natürlich erkunden. Was sind das? Orangen? Ja. Das ist ganz gut.
Was ist, wo sind wir hier? Das hast du super gemacht, Koalein. Da bin ich ganz glücklich. Komisch, habe so ein Kribbeln im Nacken. Wieso? Koa, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Ja, kannst du mir irgendwas verkaufen vielleicht? Nein, nur den neuen Tank. Warum habe ich so ein Kribbeln im Nacken? Koa, was ist los mit dir? Was ist hier los? Ist das überhaupt schon die richtige Insel? Ach ja, die Musik hier. Die ist schon echt super. Na gut, dann, wir sind jetzt in der Abenddämmerung. Ja, man merkt, es wird schon dunkel. Oh, dieses türkise Wasser ist einfach wunderbar. Es ist einfach schön. Also, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, bei manchen, es gibt so Spielewelten, wo ich echt leben würde. Ich denke mal, dass man ganz gerne bei Stardew Valley da ganz schon mal leben könnte, wäre das eine Sache. Dayland würde ich mir auch gefallen lassen, ohne die Monsterangriffe. Aber ich glaube, richtig Spaß hätte ich hier in Mara. Ist halt nur die Frage, ich würde es erstmal als Urlaubsparadies sehen. Und dann kommt, natürlich die Sache, möchte man dann da weg? In der Regel nicht. So, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie Schweinchen finde oder ob man die wirklich random-like einfach auf der Insel auf dem Meer findet. Da ist noch eine Krabbe. Genau. Weißt du was? Wir machen das. Mache ich später. Ich nehme den ganzen Kram jetzt erstmal. Ich will die. Hallo, Kamerad. Ich hoffe, du hast ein wunderschönes Abenteuer. Aber stell sicher, dass du keine Person aus den Augen verlierst. Continue to be amazing and live a good life. Bleib weiterhin atemberaubend und lebe ein schönes Leben. Ja, vielen lieben Dank. Wünsche ich dir gleichfalls. So, die Muschel nehme ich noch mit. Ich muss mal gucken, wie viel... von 91. Boah, da ist aber echt was zu tun. Ich weiß nicht. Also ich mache mir jetzt nicht großartig die Mühe, jetzt alle zu suchen. Es wäre natürlich wunderbar für ein Let's Play. Aber ich glaube, das wird dann doch zu viel Arbeit in Anspruch nehmen. Da hinten ist noch was. Das Problem ist, bei diesen Kisten kann halt immer was sein. Na, Popo, mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Entschuldigung. Kommen wir da noch weiter? Das wäre ein bisschen extrem. So, die Frage ist, wie sieht es eigentlich mit meinem Tank aus? Aber dem müsste es... Ah, oben links, okay. Dem müsste es aber gut gehen. Wow. Schlafen wir mal. Es wird schon dunkel. Oder es ist wirklich die mysteriöse Insel, wo ich sagen kann, hier finde ich nichts. Oh, es fängt an zu blitzen. Das gefällt mir ja gar nicht. Will ich hier angeln gehen? Oh, nehme ich mal mit. Oben sieht man die Zeit, in der wir diesen Balken bei dem Fisch halten müssen. Und wenn wir das nicht machen, geht die Schnur auf Dauer kaputt und die Energieleiste der Schnur ist halt unten. Von daher. So. Jetzt will ich aber mal auf die mysteriöse Insel. Es gefällt mir nicht, dass es so blitzt. Bleib bloß im Boot, Koa. Düsterinsel. Jetzt wird's gruselig. Oha. Ohaua. Wen haben wir hier? Eine Krabbe. Whatever about or below, I drift in the endless void. Void ist doch blocken, oder? Oder ausweichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Void ist. Was haben wir hier? Muss ich hier wirklich hin?
Ich wusste, dass es Orte wie diesen in Mara gibt. Das ist schön. Aber... die Frage ist... okay, diesen Ort finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Also im Vergleich zum Rest. Okay, hier können wir Dingsbums nehmen. Was sagt ihr denn dazu? Ich habe dir doch gesagt, dass es nicht so gruselig ist. Hey, mein Magen tut weh. Lass uns hier verschwinden. So, so. Da hat der Junge, also der coole Typ, die Hosen voll. Hab ich einen Käse gefunden? Hier gibt es Kürbisse. Vielleicht finde ich hier auch Ananas. Hallo Mäuschen. Oh, ich kann die Mäuschen füttern. Wer ist ein braves Mäuschen? So, und nun? In der Nähe des Baumes fühle ich mich unwohl. Ich habe keine Angst. Da hast du recht. Das ist okay. So, ihr Mäuschen, ich kann euch nicht permanent mit Käse füttern. Das tut mir leid. Da müsst ihr euch selbst mal ein bisschen versorgen. Hab ich doch. Ja, hab ich doch. Ist das gebuggt? Ist das ein Spielfehler? Na gut, auf jeden Fall habe ich hier alles abgegrast. Mehr kann ich jetzt aktuell auch nicht machen. Das bedeutet... normaler Kürbis, das nehme ich nochmal mit. Soweit okay. Finde ich ein bisschen gruselig, wo das die Mayo mich dahin geschickt hat, aber... das kann ich mir irgendwie richtig vorstellen. Dafür, dass es mittags ist. Bin ich nochmal zurück nach Quelles. Ja, dieses Geld können wir uns ja ein bisschen gönnen. Das ist ja kein Problem. So, zurück. Habe ich Hunger? Ja, habe ich. Ich würde sagen, ich esse mal einen trinke mal einen Orangensaft. Das gibt auch ein bisschen Energie. Dann will ich nochmal mit der Mayo sprechen. Ich hoffe, das hat gezählt. So. Na? Du hast noch keinen Apfel von mir gekriegt? Na gut, dann kriegst du heute mal ein Äpfelchen. Du bist ein guter Junge. Supi. Ich bin wieder da. Ich habe getan, was du wolltest. Wirklich? Ich glaube dir kein Wort. Ich habe es getan, Ehrenwort. Hast du irgendwelche Beweise, Zeugen? Nein. Du hast gesagt, ich soll den Baum berühren. Du warst also ganz allein dort und sagst mir jetzt, dass du den Baum berührt hast. Woher soll ich wissen, dass das die Wahrheit ist? Weil es wahr ist. In Ordnung. Hier hast du eine Fajita. Aber du hast mir zwei versprochen. Ja, aber eine habe ich schon gegessen. Das ist so typisch Mayo. Ist okay. Koa, Koa. Na gut, und jetzt mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Da komme ich noch nicht so weit. Mache weiter mit den Aufträgen von Mayo. Bitte, Caleb. Mache weiter, Koa. Spreche mit Lithio über den Schatz. Gut, dann spreche ich jetzt mit Lithio. Und dementsprechend kann ich... mal gucken, was der dann von mir will. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal anfangen, hier die ganzen Aufträge zu machen. Ich finde aber immer noch keine Ananas. Der ist in der Ponyhöhle, der Kerl. Ich habe nämlich immer noch keine Ahnung, wo der... ja, normalerweise ist der auf der Ponyhöhle, aber warum ist der jetzt da aktuell nicht? Da ist er auch nicht. Da hinten haben wir was. Ein Schweinchen. Natürlich retten wir dich. Wir können dich doch nicht auf See lassen. Also für wen hältst du mich denn?
Aber wir müssen noch erstmal, fahre ich mal nach Roseau Island. Nein. Silberinselchen. Ich will mein ganzes Geld jetzt nicht ausgeben. Nur um diesen Tempel des Ostens. Da wird er nicht sein. Der ist normalerweise auf der Puni-Höhle. Der muss da irgendwo sein. Ich muss doch mit dem sprechen. Was ist denn der Pirat? Mensch. Noch. Na gut, fahren wir erstmal zur Heimatinsel, dass wir das Schweinchen mal nach Hause bringen können. Und ich glaube, neues Tier lebt auf Island, auf meiner Heimatinsel. Super. Wollen wir mal gucken. Geben wir dem erstmal ein Zuhause. Karotten, ja. Super, und was ist hier? Okay, das dauert noch ein bisschen. Na, komm raus. Kleines Schweinchen. Ich bin ein kleines Schweinchen. Das ist meine Schnauze. Oink, oink, oink. So, ich kann euch jetzt nicht alle streicheln. Das bedeutet, tut mir leid, Hühnchen. Ich kann euch füttern. Das war's auch schon. Ich brauche dringend einen besseren Hammer. Ansonsten habe ich ein kleines Problemchen. Jo, lass die Reifen quietschen. Das ist ärgerlich. Quelle ist der nicht. Vielleicht auf den. Ich guck noch mal überall in Ruhe. Ruhe. Da ist noch was. Ist da noch ein Schweinchen? Das wäre super. Ich fahre da natürlich zum Sternchen hin. Ja, und da ist noch was. Ist das ein Hühnchen oder ist das ein Schweinchen? Ein Hühnchen. Ein Küken, Entschuldigung, macht es nicht unbedingt besser. Aber trotzdem. Das Küken nehmen wir mit. Du musst uns jetzt aber ein bisschen begleiten. Wir haben ja noch genug zu essen hier. Okay, war nur das Tauchgedöns. Oh, wo ist der denn? Der Pirat. Hier ist er auch nicht. Auf der Ponyhöhle ist er auch nicht. Meine Güte. Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf der Suche nach diesem Ganoven sein. So, das Schweinchen nehmen wir mit. So, Quelles, Eiseninsel. Ich klapper jetzt die Dinge alle in Ruhe ab. Und guck mal, wo der ist. Sein, dass der nirgends zu finden ist. Auf der Map ist da so ein komischer Adler. So ein komisches Dingsbums. Ist der auf dem Vulkan? Wo ist der denn? Okay, wenn er auf der Insel nicht ist, dann ist er vielleicht auf der verdorrten Insel. Wo ist hier denn hin? Mann, 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 Mann. Na gut, dann fahre ich jetzt selbst mal Richtung Westen. Vielleicht klappt das nicht, wenn ich Dingswups. Wenn ich, mich von den lieben Kaleb rüberschippern lasse. Hey, sei vorsichtig. Tut mir leid. Oh, du bist traurig. Stimmt etwas nicht? Ich muss mit jemandem reden, aber sie hat mich abgewiesen. Lass mich nachdenken. Du kannst niemanden zu etwas zwingen, wenn er Nein gesagt hat. Aber es ist sehr wichtig. Warum? Sie, ich weiß nicht.
Sie kannte meine Oma, sie könnte Mara helfen. Ich verstehe. Es ist deine Mission. Genau. In diesem Fall ist es sehr wichtig. Weißt du, wie man einen Salat zubereitet? Was hat das mit meiner Mission zu tun? Eine Person, die auf einer Insel wie dieser hier lebt. Ich wette, dass sie nicht viel Gemüse isst. Und Gemüse ist wichtig. Ich kann dir beibringen, wie man einen besonderen Salat zubereitet, mit Aubergine. Bring mir den Salat und schau einfach, was passiert. Du hast recht, mit Speis und Trank gewinnt man jedes Herz. Moment mal, wer bist du eigentlich? Ich bin Taima. Ich glaube, ich bin eine Piratin. Zumindest sagen das andere über mich. Ich bin Koa. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Wir sehen uns später. Aubergine. Habe ich die nicht schon? Versuche, Dunna, einen Salat nach Taimas Rezept zu bringen. Das ist okay. So. Das klingt doch ganz gut. Warte mal, ich bin bei der Quellinsel. Okay, dann fahre ich einfach mal geradeaus durch. Oder? Genau. Vielleicht ist ja jetzt der Typ da. Der ist doch bei der Punihöhle immer. Jetzt ist er da. Haha. Der war wohl weg, der Lümmel. Hey, ich hab dein Essen. Fahr doch nicht weg. Hallo, ich will mit dir sprechen. Hier, danke, Schiffsmädchen. Hier hast du den Schlüssel. Goldener Schlüssel, super. Jetzt muss ich nur gucken, wo das gewesen ist. Na gut, fahre ich erstmal zur Heimatinsel. Es wird schon spät. Hallo, ich wollte zur Heimatinsel. Und nicht zur Punihöhle. Achso, habe ich vergessen. Ich habe vergessen, diese auszuwählen. Neues Tierleben nun auf der Land. Auf dem Land. Super. Ich würde sagen, ganz allein ist die Kur hier nicht mehr. Die hat ordentlich Besuch bekommen. So, muss ich die Aubergine pflanzen oder kann ich die Aubergine... Oder habe ich die schon? Habe ich schon was? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nudeln. Lecker. Dazu fehlt mir aber Mehl. Ah, oh, Milchshake. Salat, das bedeutet, ich brauche zwei Auberginen. Auberginen habe ich nicht. Das bedeutet, ich muss die erstmal pflanzen. Ah. Boah, die brauchen 8 Tage zum Wachsen. Das kann man doch bestimmt beschleunigen. Weißt du was? Die kriegen dann ein bisschen Dünger von mir. Wunderbar. Du kannst dann auch ein bisschen Dünger bekommen. Und gleich nochmal ein Schüppchen Wasser oben drauf. Na, die Kürbisse auch. Warum eigentlich nicht? Und dann gehe ich nochmal schlafen. So, 8 Tage Dünger und Wasser. Das bedeutet, müssten jetzt 7 Tage sein. 6 Tage, genau. Wenn die Dünger haben, glaube ich, geht das alles ein bisschen schneller. So, erstmal hier das Ernten. Wunderbar. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich gleich erstmal hier abernten. So. Du kriegst was zu essen, du kriegst was zu essen, du kriegst was zu essen und du natürlich. So, gibt es ja noch Hühnchen, die ich vergessen habe? Nein. Beeren nehme ich mit. Kann ich mir ein paar Fruchtsäfte gönnen? Jawohl, 5 Eier, wunderbar. So, Schweinchen, du kriegst was zu essen und Streicheleinheiten natürlich. Ja, ein braves Schweinchen. So, das braucht noch ein bisschen. Super. Ja, Salat. Mache weiter mit Koa. Brocken muss ich sammeln. Mache weiter mit Koa. Mache weiter mit Koa. Mache weiter mit Mayo.
Das muss ich weiter mit Koa, sprich mit Lied für den nächsten Auftrag, mache weiter mit Koa. Oder? War das richtig? Ja, ne? Okay. Tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Okay, fahre zur Insel Nakito, sammle ein paar Orangen und bringe sie zu Noho. Moon habe ich abgeschlossen. Besuche die uralte Insel auf der vor kurzem Edition Mesen getrieben haben und bring eine Blume für Onzo zurück. Suche nach Bram und lass ihm die Marshmallows kosten. Ah, ihr habt doch einiges noch zu tun. So. Ach, hab ich ja total vergessen. So, wollen wir mal weitermachen? Ich hoffe, dass wir auch mal langsam... Aber ich denke mal, sieht ganz gut aus. So, Orangen braucht der Mann. Und ich brauche eine Ananas. So, Bram. Koste mal die Marshmallows, mein Lieber. Bram, ich habe ein paar sahnige Marshmallows für dich. Wie, bist du nicht sofort hin und weg? Wenn ich ehrlich bin, ich mag andere süße Dinge mehr. Vielleicht sind sie eher was für Mayo. Mayo? Sie kommt jeden Nachmittag vorbei, um meine Desserts zu probieren. Sie liebt sie. Dann bringe ich sie zu ihr. Was war das denn? Okay. Na gut, machen wir es so. Mayo, ich hab was für dich. Mayo, was hältst du von diesem Marshmallow? Lecker. Taka hat sie gemacht. Wie bitte? Ich hoffe, Arwan erfährt nichts davon. Für ihn wäre das Hochverrat. Ich verstehe immer noch nicht, warum die beiden nicht zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass sie sich gegenseitig eine große Hilfe wären. Vielleicht. Ich glaube, du bist ein bisschen durchgeknallt. Ey, das ist nicht nett. Mayo, übertreib's nicht. Sonst trinke ich dir die Milch weg. Du wirst schon sehen. Lass dir nichts gefallen, Koa. Auch nicht von so einem kleinen Katzenmädchen. So, was haben wir denn jetzt? Sprechen wir mit dir. Okay, du kannst nichts machen. Wunderbar. Jetzt gehe ich nochmal zu Bram. Ich spreche einfach mal mit den Leuten. Vielleicht kann ich ja dementsprechend einfach mal was machen. Die ein oder andere Aufgabe nehmen wir noch mit. Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren möchtest. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich um das Geschäft kümmern. So. Koa, Aquila. Koa, Koa. Mache weiter mit Aufträgen von Mayo. Hier bin ich dran. Mache weiter mit Koa, spreche mit Lizio, mache weiter mit Koa. Abgeschlossen, tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Fahre zur Insel Nakito, okay. Mutierte Blume. Und mache mit den Aufträgen von Lizio weiter. Mache weiter mit den Aufträgen von Arwan. Eieiei, das wird schon ein bisschen komisch. Da haben wir einiges zu tun. Ja, Orangen brauche ich. Und ich muss irgendwo hin tauchen. Ich weiß noch nicht, wohin genau. Es ist ja nichts wirklich markiert. Das bedeutet, ich klappe jetzt einfach mal diese Teile hier alle ab. In der Hoffnung, dass ich hier tauchen kann. Oh nein, ich habe keine Brille. Wo kann ich denn jetzt Taucherbrillen kaufen? Und die Koa muss echt mal wieder was aufsammeln. Das bedeutet, mein Geldbeutel müsste langsam... Ja, der ist mir wieder zu... Na gut. So, vielleicht kann ich noch was anderes machen. Ich muss mit Lizio sprechen. Und dann möchte ich gerne mal einfach mal gucken, ob ich die Tower-Dinge alle abklappern muss. In der Hoffnung, irgendwo die richtige zu finden. Lizio! Mein Lieber. Komm, sprech mit mir. Koa, schnell komm her. Stimmt etwas nicht? Ein Mitglied unserer Crew hat bald Geburtstag. Und wir wollen das gemeinsam feiern. Ich bin dabei. Nein, das meinte ich nicht. Wir brauchen einen Geburtstagskäse. Wäre eine Torte nicht besser? Nein.
Die Sonne hier auf dem Ozean ist so heiß, dass die Torte sofort schmelzen würde. Wir haben bereits versucht, aber es ist immer schief gegangen. In Ordnung. Ich werde einen Käse für dich machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier hast du das Rezept für einen Geburtstagskäse. Habe ich aber schon. Ich habe schon Käse gefunden. Mein Freund. Hier, dein Geburtstagskäse. Gott sei Dank. Nadja kommt nicht ohne ihren Käse aus. Wer ist Nadja? Sie ist das kleine Schweinchen. Sie ist meine erste Maid. Sie wird zu dieser Zeit des Jahres immer etwas nervös. Willst du mir damit sagen, ich habe den Käse für ein Schwein zubereitet? Sie ist die Beste. Okay, ich glaube dir. Ach, natürlich, ist doch kein Problem. So. Muss ich mit dir sprechen für den nächsten Auftrag? Goa, könntest du Kurier für mich spielen? Ich muss diesen Brief absägen. Aber hier draußen ist auf die Post nicht wirklich Verlass. Wenn du ihn nach Quellis bringst, kannst du ihn dort im Postamt abgeben. Bist du sicher? Ja, das Postamt ist in Noos Laden. Aber du darfst den Brief nicht lesen, okay? Versprochen. Natürlich, wunderbar. Quellis? Das läuft ganz gut. So, jetzt muss ich mit Noho sprechen. Obwohl, reicht es, wenn ich in Nohos Laden gehe oder wenn ich mit dem Fischer da draußen spreche? Der Noho sitzt ja eigentlich hier draußen. Och, komm schon. Ich möchte einen Brief im Postamt abgeben, ich verstehe. Er hat aber keinen Stempel. Die Krabbenpost mag keine Briefe ohne Stempel. Und das letzte Mal, als ich einen Brief ohne Stempel abgeschickt habe, habe ich ein Paket bekommen. Und in dem Paket war... Ja, ich hab's verstanden. Ein dreieugiger Tintenfisch. Ein lebendiger dreieugiger Tintenfisch. Ein sehr verärgerter lebendiger Dreieugiger. Ja, ja, du kannst dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Was muss ich tun, um den Brief gestempelt zu kriegen? Das kannst du in der Bank machen lassen. Aber du wirst dafür bezahlen müssen. Das ist der einfachste Weg, einen Stempel zu bekommen. Kein Problem. Na gut. Na gut. So, Edegan, dann stempeln wir mal den... Ah, wir haben nicht mehr so viel... Wir haben nicht mehr so viel Geld im Geldbeutel. So, soll er mir einfach mal den Brief abstempeln, dann ist der Käse auch gegessen. Ja, Hoa kriegt langsam ein bisschen Hunger. Ja, ein Brombeersaft und der Kleinen geht's wieder gut. So. Wunderbar. Wie lange sind wir dann schon dran? 57 Minuten? Das ist okay. Edigan, ich brauche einen Stempel für diesen Brief. Stempel ist eine teure Dienstleistung. Ich werde deinen Brief nicht kostenlos stempeln. Von wem ist der Brief? Das ist privat. Für einen Bankier ist nichts privat. Na gut, er ist von Lizio. Der Pirat? Dann wird er noch teurer. Ich arbeite nicht mit Piraten. Was willst du? Ich möchte den Brief lesen, nur um sich auf Nummer sicher zu gehen. Das geht nicht. Dann kann ich dir nicht helfen. Okay, aber nur zur Sicherheit, richtig? Aber klar, natürlich. Ich werde es niemandem verraten. Ich mag den nicht. Hier, bitte sehr. Ah, verstehe, verstehe. Sehr interessant. Ich hätte etwas anderes erwartet. Wie hast du den Brief? Ich habe ihn schon gestempelt. Das macht 100 Münzen. Edigan, ich mag dich kein Stück. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich fress keinen Narren an dem. Die Hunde, super. Die Mayo ist zwar ein bisschen... Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber sie hat immer so ein bisschen Freches, aber... Die ist auf ihre Weise auch so ein bisschen sympathisch. Bram natürlich, den kennen wir aus Dayland schon. Das ist ein super Typ. Wer die Moon nicht mag, der hat im Leben sowieso verkackt. Ich muss sagen, der Caleb hier unten, der ist richtig in Ordnung. Der ist ein ruhiger, entspannter Typ. Der ist... Ah, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist ein kleiner Kauder... Das ist so ein kleiner Quacksalber. Aber der ist in Ordnung. Die Marktfrauen sind ein bisschen gemein. Aber die ärgern den Edigan immer so ein bisschen, von daher kann ich ihnen das auch noch ganz abnehmen. Die Akiji oder die Aokiji, die Schmiedin, die ist super, die habe ich total lieb. Die Saimi ist natürlich die Oma, natürlich eine Freundin von der Oma, das ist klar. Und ja, der Lizio ist eigentlich auch nicht schlecht. Der Aquila ist an sich vielleicht ist halt ein bisschen adäquat, aber ist auch in Ordnung. Der Onzo ist natürlich super. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher, was ich von dem halten soll. Bram natürlich. Auch Caleb. Mache weiter mit Koa. Moon abgeschlossen. Napopo ist natürlich unsere beste Freundin.
Da müssen wir auch noch weitermachen. Besuche die uralte Insel, auf der vor kurzem LDC Unwesen treiben. Okay. Das bedeutet, Avan. Okay, wo ist Avan? Was hat der? Machen wir weiter mit Koa. Okay, das bedeutet, wir müssen echt den Salat machen. Und wir müssen hin und her fahren. Ist jetzt die Frage, wo die eben gesichtet waren. Da muss ich eine portierte Blume... War das die Perleninsel vielleicht? Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss hier auf jeden Fall eine Blume pflücken. Für den lieben Onzo. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das die richtige ist. Das ist eine mutierte Blume. Das ist, glaube ich, keine mutierte Blume. Ansonsten mache ich es einfach random-like. Einfach mal alles abklappern. Ah, ein bisschen Geld gefunden. Das ist super. So, die Krabbenpost habe ich auch schon. Wunderbar. Ich nehme einfach das mit, was geht. Ich suche die jetzt nicht explizit, aber wenn die mir schon über den Weg laufen, kann ich sie auch mitnehmen. Wunderbar. So, die Frage ist nur, wo finde ich denn diese komischen mutierten Blumen? Aubergine-Saatgut. Das ist doch auch nicht schlecht. Was war das? Das habe ich doch schon mal gehabt, ne? Eine Frucht aus Mare mit einem bitteren Geschmack schmeckt mit etwas Zucker. Okay. Ja. Tu. Gut. Hier war nicht die mutierte Blume. Mann, immer die Leute, die im Müll rumliegen lassen. Na gut. Und dann die nächste Insel. Ich mache das einfach systematisch. Ich gehe einfach von oben nach unten und gucke das alles mal in Ruhe an. Ich weiß nicht, ob die hier gewesen sind. Jo, super. Aber hier gibt es auch keine Blumen. Also ich habe zumindest keine mutierten Blumen hier gesehen. No, was machst du denn hier? Machst du Urlaub? So, hier haben wir alles. Was fressen eigentlich die Schäfchen? Weizen, okay. So, dann will ich erstmal hier alles sammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann natürlich dann auch gleich nach der Schatztruhe suchen, den goldenen Schlüssel von dem... Hab ich hier. Was ist hier drin? Ganz viel Zeug. Super. Aber nicht das, was ich brauche. Na gut. Nehme ich einfach mal mit, was ich kann. Das war nicht die Insel. Na gut, dann ist das so. Gehe ich zurück zum Schiff. Und leg mich mal hin. Obwohl, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja nicht immer so früh ins Bett gehen. Ne Koa! So. Septiron-Insel. Hier muss ich irgendwo tauchen. Und wir können hier wieder was einfangen. Aber wir haben so viel... Es tut mir immer so ein bisschen im Herzen weh. Aber eigentlich haben wir genug Hühner.
können halt nicht wirklich, eigentlich könnten wir nicht, wir könnten theoretisch nicht jedes Tier mitnehmen. Aber auf der anderen Seite ist es das, was wir brauchen? Bin mir nicht ganz sicher, ob es das, ob es die Höhle ist, die wir wirklich brauchen. So, Luft haben wir genug. Wir haben doch alles. Wir haben zwei Perlen jetzt bekommen. Vielleicht gibt es hier noch was. Glaube aber nicht. Nee, sieht nicht so aus. Hallo, Koa. Wo bist du? Dir geht nämlich gleich die Luft aus. Nein. Ah, die taucht automatisch nach oben. Super. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht das ist, was wir brauchen. Gibt es hier irgendeine Blume? Weißt du was? Gehen wir erstmal im Boot schlafen. So, die Energie von der Koa hat ein bisschen nachgelassen, aber wie gesagt, ich habe mich darum ja gekümmert. Laden, ein Zelt, damit kannst du übernachten, egal wo du auch bist. Ah, nicht schlecht. Ja, habe ich doch. Was muss ich damit machen? Koa, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Ach. Und weiter? Das hast du super gemacht. Gucken, ob es hier irgendwelche Blumen gibt, aber sieht nicht so aus. War das nicht... Warte mal, Quäbaums. Quäbaum ist doch nicht hier. Ist das vielleicht wirklich oben an der Insel? Da, wo uns die Mayo hingeschickt hat. Ich bin natürlich mit dem... Ich gucke einfach mal alles durch. Dann ist das halt so. Aber hier gibt es nichts zum Tauchen. Hier gibt es nichts zum Tauchen. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Quäbaum. Na gut, dann gehe ich mal zum Kupferinselchen. Ich gucke einfach mal überall, wo ich tauchen kann. Sieht hier auch nicht danach aus. Aber ich muss sowieso noch irgendwo eine mutierte Blume finden. Aber das hier ist eine Kupferinsel. Hier gibt es keine Blumen. Dann gehe ich mal zur Eiseninsel. Ich glaube zwar auch nicht, dass es hier was gibt, aber... Nee, hier war ja nur Dingsbums. Hier war ja nur das Haus von Akajis Eltern. So, Quäles, Puni-Höhle. Glaube ich auch nicht. Vielleicht Silberinselchen. Materialien. Wir haben doch viele Runden. Wir haben doch Gemüse. Wir haben doch einiges gefunden. Hier Perlen. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Perlen machen soll. Soll ich vielleicht dem Noho eine verkaufen? Mein Name ist... Ja, komm. Kennen wir. Mein Name ist XY, ich liebe dich, ein Pipapo, und hast du nicht gesehen, ist okay. Ist aber auch nicht die Insel. Hier gibt es halt viel Eisen.
Blumen habe ich alle. Die Frage ist, wo finde ich denn eine mutierte Blume? Granatapfel, super. Du kannst mir nicht helfen. Tut mir leid, Akagi. Akagi hat zu tun. Ich habe die Kartoffeln gemopst. Ja. Aber gut, dass wir hier Sonnenblumensaat herkriegt. Na gut, ja. Nee, ich bin jetzt gerade selbst ein bisschen überfragt, weil ich nicht genau weiß, wo lang ich jetzt hin muss. Von daher. Ja. Ne? So, Rosor Island haben wir auch nicht. Tempel des Ostens. Ich gehe mal zum Tempel des Ostens. Ich glaube nicht, dass auf Rosor Island, dass es da was gibt. Ich glaube hier zwar jetzt auch nicht, dass es hier jetzt großartig Blumen gibt oder so. Aber na, suchen wir mal. Ich habe jetzt auch leider ein bisschen die Nee. Super. Ja, es ist nix. Kann ich hier irgendwas ablegen? Nein. Na gut. Ich glaube nicht, dass es bei Klobels Liebs ist. Die oberen vier Inseln habe ich abgeklappert. Okay. Dann gucke ich mal hier. Find the blue coconut. Ah, nee, passt schon. Ich brauche keine blaue Kokosnuss. Aber kein Essen. Schade. Ach du, meine Güte, bitte nicht. Nein, nein. Nein, 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 nein. Bloß aus. Ich will keine Schlafmusik hören. Ich bin keine drei mehr. So, wir haben hier, ich weiß nicht, irgendwie. So, Globus Leaps, Tempel des Ostens, Heimatinsel, Rosor Islands. Silberinselchen haben wir auch gemacht. Das bedeutet Rosor Islands, was ich eigentlich nicht glaube. Aber naja, klappern wir mal alles ab. Und, naja, schaden kann es nicht wirklich. Hier hat jemand ein Camp aufgemacht. Ich weiß nicht wer. Ich glaube, das war Onzo. Wo könnte der Schatz versteckt sein? Ah, stimmt. Den haben wir doch hier rausgeholt. Nein, wir brauchen noch einen goldenen Schlüssel. Ich habe den goldenen Schlüssel jetzt für was anderes benutzt. Ah, die Frage ist, was ist da drin? Wenn da jetzt die Ananassamen drin wären, das wäre super. Aber, naja, gut. Ich will jetzt unbedingt. Warte mal, wir sind hier wo? Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf, dass ich nicht vergesse. Rosor Laland. Und dort brauchen wir einen Schlüssel. So. Rosor Laland. Goldschlüssel. Wunderbar. Na gut.
Vielleicht gehe ich direkt zur Puni-Höhle und guck mal, ob ich dem Latio einen Goldschlüssel abkaufen kann. Bleib stehen! Ich habe noch eine Frage an dich, Mr. Captain. Ich bin schneller als du. Kleines Schiffmädchen, denk daran, dich vor Sonne zu schützen. Da hast du recht. Hallo, ich will handeln. Och. Ich habe einen der Wendekreis vom Boot ist eigentlich soweit in Ordnung. Schatzkarte. Silberschlüssel. Wie viel von denen habe ich eigentlich? Ich brauche aber einen Goldschlüssel. Na gut. Ich mal zu einer Kito-Insel. Ich weiß echt nicht, wo ich diese mutierten Pflanzen finde. Ich weiß nur, dass mir gesagt wird, dass ich hier Orangen abernten soll. Aber da... Naja, komm. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, wie viel von den Dingern will er denn haben? Das ist schon komisch. Ja, ist auch egal. Ich weiß, dass ihr Tiere, dass ihr Mitbewohner seid, die sich verstecken. Beziehungsweise Inselbewohner. Das ist schon ein bisschen gruselig, finde ich. Na gut. Machen wir weiter mit Koa. Mayo, Kaleps, okay, verstehe. Koa, abgeschlossen. Tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Fahre zur Insel. No, alles klar. Besuche die uralte Insel, auf der kurz auf dem Unwesen getrieben haben. Ja, Lizio, aber warte mal, was ist denn mit... Wie kann ich denn mit Lizio weitermachen? Koa, okay. Das bedeutet, wenn ich die Insel jetzt nicht finde... So, ab nach Quelis. Was ist denn die mysteriöse Insel? Kann natürlich sein, dass wir vielleicht ein besseres Boot brauchen und dann weiter rausfahren müssen, um dann diese Insel zu finden. Das wäre... eine Möglichkeit. Das würde dann vielleicht auch einiges erklären. Die Insel war unglaublich. Die Basen haben sich wirklich bewegt. Die Orangen haben sich jedoch ziemlich normal verhalten. Es sind ganz besondere Orangen. Caleb und ich haben sie gepflanzt, als wir selbst auf der Insel waren. Sie sehen für mich wie ganz normale Orangen aus. Es sind unsere Orangen. Das macht sie so besonders. Ich verstehe. Hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wunderbar. Erinnere mich daran, die einmal von einem Tag... Ja, komm. So. Bam, 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 bam. Koa. Mache weiter mit den Aufträgen von Caleb. Okay, Lizio. Avan. Das bedeutet, jetzt steckt das gerade ein bisschen. Das bedeutet für mich... Ich suche offscreen den ganzen Kram mal raus. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Hat man gerade gemerkt, dass ich vielleicht noch ein bisschen vertieft in das Spiel gewesen bin. Ist aber auch ein schönes Spiel, ne? Also von daher, Leute, macht's gut und ciao mit V, euer Graf Wallner. Bye, bye.